Willkommen zurück bei World of Warcraft. Und guck mal, ich habe meine kleine Sonnenblume rausgeholt. Nur für euch. Die singt ab und zu zwischendurch. Und dann macht die immer la 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 la. Die ist voll süß, ja. Ja, beim letzten Mal, also die letzte Aufnahme wohlgemerkt, habe ich es wieder geschafft und habe die Festplatte so richtig schön zugeknallt. Und deswegen sind die letzten paar Minuten wieder nicht drauf gewesen. Deswegen war die Folge so abgeschnitten mal wieder. Das waren so 3-4 Minuten, glaube ich. Gut, da habt ihr aber nicht wirklich viel verpasst. So, komm mal mit, Sonnenblume. Ich bin eigentlich im Prinzip nur, von wo bin ich eigentlich gekommen? Von hier irgendwo, ne? Also ich bin eigentlich nur hier hochgelaufen und habe hier die Quests angenommen. Ja, mehr war es eigentlich nicht. Gottes Glück ist das zum Ende passiert. Also zum Ende von der Folge. Nicht, dass wieder hier die halbe Folge fehlt, sondern nur so ein paar Minuten. Also ihr habt auf jeden Fall nichts verpasst. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier angenommen haben. Ein schier unendliches Ärgernis. Was soll ich denn hier eigentlich machen? Tötet 8 Raffzahn, Chatling, Werkzeugdiebe oder Unruhestifter. Tötet dann 18 Raffzahn, Nervensägen. Was kriegt man hier Schönes? Oh, da kriegt man was für die Beine. Das ist auf jeden Fall wieder besser. Gut, und dann noch Grundwissen mangelhaft. Grabt 7 Landwirtschaftswerkzeuge aus. Ja, genau. Und da gibt's was? Gibt's hier Wassermelonenbombe? Eure offensive Angriffe und Fähigkeiten haben eine Chance, euch 20 Sekunden lang 1258 kritischen Treffer zu gewähren. Wirft eine Wassermelone auf den Zielort, deren Aufprall alle Gegner in der Nähe mit klebrigem Fruchtfleisch bespritzt, was sie 3 Sekunden lang bewegungsunfähig macht. Bla bla. Okay, jo, die beiden haben wir. Ich habe auch schon mal geguckt gehabt, und zwar da. Oh, da liegt was. Da liegt ein Buch zum Lesen, aber ich wollte euch das gar nicht zeigen, sondern das sind wieder unsere Kanickel. Die kleinen Stinkenden, die wir ja schon aus dem Startgebiet kennen. Das sind die, die unbedingt einen Tic-Tac brauchen. Oh, hier liegt irgendwas. Was ist denn das hier? Oh, hahaha, halt, halt, halt. Was ist denn jetzt hier mit dir, mein Freund? Hast du sie nicht alle? Okay. Das war schon der erste Stinkehase. Ich wollte doch... Ja, ich krieg hier nichts mit. War das jetzt irgendwie gerade ein Erfolg? Menü. Obwohl sich einige der zahmeren Waldhosen der Pandarenkultur angepasst haben, bleiben sie im Kern eine schlichte Rasse, die ihren Instinkten folgt. Sie lieben die Jagd und das Fischen und greifen oft jeden an, der sich in ihr Jagdgebiet wagt. Das ist eine unglückliche Situation, besonders weil ihre Jagdgebiete nicht umzäunt oder markiert sind. Zum Glück werden die meisten Hosen von Pandarenmönchen überwacht. Ah ja, okay. Wieder was dazugelernt. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das sind diese Nervensägen. Ach du Scheiße, das sind aber viele. Oh, stopp. Alles auf Anfang. Die Gifte sind weg. Ach so, und ansonsten, falls ihr euch wundern solltet, hier ist jetzt ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe zwischenzeitlich mal die Koch-Daily gemacht und habe versucht, ein bisschen Kochen zu skillen. Weil da hatte ich irgendwie gerade Bock drauf. Und dann gab es hier Milchreis und Wildgeflügelsuppe mit Ginseng und Perlmilchtee und lauter so schöne Sachen. Und im Zuge dessen habe ich mir auch schon gleich Buffood gemacht, nämlich diese Wildgeflügelsuppe. Die gibt es aber erst ab Stufe 87, aber ich habe auf jeden Fall dann schon mal Buffood. So, Alter, wie soll man die denn da hinten kriegen? Ein Dolchfächer vielleicht? Hallo, könnt ihr mal zurückkommen? Hallöchen, hallo? Oh, muss ich jetzt hier hinterher rennen? Nee, Leute, das kann doch nicht sein. Ah, jetzt. Okay, scheiße, scheiße, scheiße. Die sind doch stärker als erwartet. Oh, verdammte Axt, ey. Ja, ja, ich weiß. Ich habe zu wenig Energie.
Boah, die sind ja ätzend. Also, muss ich jetzt mal sagen. So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Den machen wir mal lieber so. Ach, und dann kommt schon gleich der nächste angejampert hier wieder. Ey! Was willst du denn jetzt hier? Wo ist meine Energie? Ach, jetzt hauen die ab. Ach, das sind die Gartengeräte. Okay, cool. Coole Kiste. Ach, und jetzt liegt er hier hinten rum. Okay, das wird eine hektische Quest, glaube ich, hier gerade. Oh, Alter. Nee. Ich glaube, ich gehe erstmal nach da. Das scheint mir ein bisschen ruhiger hier. Von wegen, ich komme hier von allen Seiten. So. Och, Menno, das ist doof. Warum hauen die denn immer ab? Ja, für sowas hätte ich natürlich lieber einen Caster. Da könnte ich jetzt mal kurz hinterher schießen. Hallo. Hallo, bleib stehen. So. Aber ich habe schon 4 von 8, okay. Ich weiß zwar gerade nicht, wann ich das jetzt gemacht habe, aber okay, 4 von 8. Supi. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Habe ich... nein! Ach, nein! Das sind wieder diese Nervensägen. Ja, die sind aber echt nervensägerig hier. Wie parieren. Ich glaube, bei euch tickt's. Der Dolchfächer bringt irgendwie überhaupt nichts. Schon mal voll doof. Nicht genug Energie, du machst. Ei. Ja, ich wollte eigentlich hier oben an das Werkzeug, ne? So, das haben wir. Wolfsbaum. Ach, ich habe übrigens meine Minimap geändert, mal wieder. Das mit dem Nebel, das sah ja sehr cool aus, aber ich habe ja tatsächlich überhaupt nichts gesehen. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich diesen Pfeil hier nicht gesehen habe, den gelben. Der leuchtet ja direkt auf die nächste Quest zu, aber vor lauter Nebel war ja da nichts zu holen. Wer bist du? Das ist Anna Donnerfuß. Oh, ich habe ein bisschen Schiss hier, wenn diese Nervensägen hier gleich wieder kommen. Das ist zu Hallo? Entfernt. Habt ihr das gesehen? Ich hatte den schon erwischt. Oh, der hat auch Hosen an. Ach, ich liebe die. Die sind so geil gemacht hier. Die sind also... Ich werde mich bepissen über diese Viecher. Lache, lache. So, 5 von 8. Hier war da eben noch einer. Wo ist denn der? Hallo? Liegt ein Haufen Rüben rum. Ach, da ist er. Komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Sieht der nicht ultra geil aus? Tut mir ja fast leid um ihn. So. Oh, habt ihr gehört? Meine Sonnenblume hat gesungen. La 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 la. Wer bist du denn? Keine Ahnung. Egal, komme ich jetzt hier hoch? Ja, komm ich. Gut, da ist wieder einer. Der hat voll den Lendenschurz an hier. Ach, das war's schon mit ihm. So, 7 von 8. Ah, diese Kleinen hier, die sind doch doof. Die will ich nicht machen. Weil das sind ja echt Nervensägen, muss ich mal sagen. Ich krall mir ihn mal hier. Oh, da ist ein riesiger Adler über mir gerade gewesen. Nein, 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 jetzt bleib doch mal hier. Alter, muss man hier echt hinterher rennen. Das ist ja ätzend. So, hab ich dich. Häuten kann ich die nicht. Verstehe ich gar nicht. Sind doch kein Nickel. So, da habe ich große fertig. Was brauche ich denn jetzt noch?
Nimm Nervensägen. Oh, ich habe keinen Bock auf die scheiß Nervensägen. Hallo? Ja, da guckst du mich an, ne? Mist, jetzt geht das nicht. Verstohlenheit aus. Nein! Halt! Nicht abhauen. Ach, scheiße. Nimm. Ist denn hier nochmal eine? 8 von 8. 8 von 8. Da ist noch Werkzeug. Ah, da hinten blinkert es doch überall. Gut, dann holen wir uns das jetzt. Schwupp, und schon werden wir angegriffen. War ja klar. Huch, Gott, das Leben hier. Ah, ich bin außer Reichweite. Ja, ist klar, wenn der abhaut. Jetzt nimm wenigstens das Werkzeug hier schon mal mit. So, dann holen wir uns das noch. So, und ihr kommt jetzt auch dran, Freunde der Nacht. Ja, ja, nicht genug Energie, ich weiß. So, 16 haben wir. 17, wieso waren das jetzt nicht einfach 18? Donnerwetter, ach Gott, jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine Nervensäge. Gibt's die hier auch mal einzeln? Ich hätte gerne eine einzelne Nervensäge. Na, da habe ich wahrscheinlich schlechte Karten. Na gut, dann bleibt mal hier, ihr hier. Die erwischt. Nein. Oh. Jetzt. Ah, Panik. Ach komm, jetzt mach hier. Oh, jetzt kommt doch da gleich der nächste Haufen. Nein, ich hab's geahnt. Verdammt. Nein. Ja, ich habe doch keine Energie mehr jetzt. Ach, Menno, ey. Ja, ich habe zu wenig Energie. Ach. Ah, so, haben wir sie. Meine Herren, ey. Musste die Gruppe jetzt aber auch unbedingt noch kommen, ne? War ja klar. So. Ja, was los? Hab fertig. Kannst du drauf wetten? Kannst du drauf wetten, sagt er. Na gut. Ach so, ja, und im Zuge von der Kocherei, die ich da gemacht habe, war ich hier unten schon mal auf dem Halbhügel, weil es da Rezepte gab, die ich haben wollte. Aber ihr seht ja, ich habe hier von den Quests her nichts gemacht. Ich habe mich da nur mal umgeschaut. Welche Weisheit sucht ihr? So, das war jetzt hier für die Beine, ne? War besser. Dann nehmen wir die gleich. So, geringe Rübenausbeute. Findet Ankh Donnerfuß. Immer mit der Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. So, hier ist doch auch noch einer da. Berichtet mir von euren Reisen. Die Suche nach dem verborgenen Meister. Hört euch das Gespräch zwischen Xiao und seinen Freunden an. Mögen euch die Nebel beschützen. Also, weiß irgendwer von euch, wo der verborgene Meister lebt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er deswegen verborgener Meister ist. Alter, ich soll hier zuhören. Das ist doch scheiße. Oh, jetzt machen die hier mit. Tut mir leid. Also, wo sollen wir zuerst suchen? Ich kann versuchen, die Flüsse um Rat zu bitten. Flüsse fragen? Ihr seid kein ältester Ashio. Ihr seid noch nicht einmal ein erwachsener Jinyu. Es wäre reine Zeitverschwendung. Wer kennt, denkt, wir sollten uns trennen, den vier Winden folgen. Das ist eine viel bessere Idee, Ken. Ich melde mich freiwillig, um nach Süden in den Dschungel zu gehen. Ich werde dem Nordwind folgen. Okay, ich habe jetzt hier eh nichts mitgekriegt, weil dieser blöde Jet Ling ja hier kommen musste. Ich glaube, wir suchen jemanden. Suchen jemanden? Ich gehe dann wohl nach Westen. Ja, wir suchen jemanden, nämlich den verborgenen Meister. Okay. Ältester und
beleidigt von uns, ach, du Alarm. Werde ich hier auf eure Rückkehr. Ken-Ken. Viel Glück. Sucht Ken-Ken. Sobald wir den verborgenen Meister finden. Der schlaue Ashio. Findet den schlauen Ashio. Keine Eile. Kang Donnerstab. Findet Kang Donnerstab. Ja. Möge die Jadeschlange euch leiden. Ja, Linz Hartpfote findet Linz Hartpfote. Die nächste Runde geht auf mich. Alter. Wen soll ich denn hier noch alle suchen? Und warum soll ich die überhaupt alle suchen? Ja. Die sind auf jeden Fall mal schön verteilt. Na gut, holen wir uns erstmal das Fragezeichen da unten. Falls wir überhaupt gescheit mal durchkommen. Ach, das war er, okay. Bleib mal stehen. Bleib hier. Geklautes Gemüse. Besorgt 5 gestohlene Rüben und 5 gestohlene Wassermelonen. Was gibt's denn da für die Hände? Und das ist aber sowas von schlechter. Keine Ahnung. Okay, macht ja nichts. Kann ja nicht immer gute Sachen haben. Kriegen. Haben, kriegen, tun. Hier ist auch wieder einer. Bleib doch mal. Hallo. Die wollen immer abhauen, wenn ich komme. Und das hier, das nervt. So, Ruhe jetzt im Karton. Miese Murmler. Vertreibt 6 mollige Murmeltiere vom Donnerfuß hoch und verschließt 6 Murmeltierbaue. Beschwört ein plumpes Murmeltier am Zielort. Ich dächte ihn. Egal, was das ist, wir nehmen es an. So. Ach, hier liegt schon einiges rum. Was haben wir denn hier? Murmeltierbau. Ach, wie geil. Habe ich das jetzt verschlossen? Kann das sein, dass die mich abhalten? Also. Moment mal. Hallo, Murmeltier. Ach, so ist das also. Erst vertreiben und dann... Kriege ich denn jetzt mal den Bau hier geschlossen? Alter. Ah, okay. Jetzt habe ich es auch kapiert. Murmeltiere wegtreten und dann ihren Bau verschließen. Das ist ja geil. Habt ihr das gehört? Der lässt mich nicht. Verpiss dich. Jetzt kommt da wieder einer. Ich möchte den Bau schließen. Lasst ihr mich mal. Es tut mir ja leid, aber... So. Jetzt kommen sie hier gleich wieder von allen Seiten. Oh ne, sie lassen mich. Sie lassen mich etwas machen. Ich werde ja verrückt. So. Duck. Ich finde das so schön. Hier werden voll die Murmeltiere weggetreten. Das ist ja jetzt nicht besonders tierfreundlich, ich weiß. Aber es ist trotzdem schön gemacht. So, habt ihr davon. Muss ich dich noch wegtreten? Okay, kommt mal her, weil es so schön war hier. Jetzt treffe ich es nicht mehr. Okay. Das zum Thema Murmeltiere. Da kann man sich ja einen ganzen Abend mit vertreiben hier, ne? Natürlich nur, wenn man trifft. Schön. Willkommen. So, fertig. Eine sichere Reise. So, was habe ich jetzt hier gekriegt? Seelengebunden. Benutzen. Beschwört ein plumpes Murmeltier. Machen wir das mal. Hä? Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Guckt euch das an. Ach, Sonnenblume. Geh mal weg, bitte. Habt ihr das? Ach, Menü. Ach, scheiße, jetzt hat das Abklingzeit 10 Minuten. Also, unser Murmeltier hatte auf jeden Fall einen Helm auf. Also, ich werde hier wahnsinnig, echt. Ich habe im Moment so Bock auf WoW. Ich kann es euch gar nicht sagen. Es macht mir gerade richtig, richtig Fötz hier. Deswegen werde ich hier auch fleißig in Vorproduktion gehen. Gut, das mache ich ja eigentlich immer. Aber im Moment habe ich richtig Spaß hier. Schöne Musik, schöne Gegend. Was muss ich jetzt eigentlich hier tun? Oh, dieser Schatten hier von den Adlern da. Ach so, Rüben und Wassermelonen soll ich besorgen. Ja, also, ne, hab ich hier richtig Bock und sein Kind. Ich bin verwirrt. Das ganze Gefiechere hier macht mich ganz nervös. Hallo. Ich
muss mich hier konzentrieren, mein Freund. Bleib mal hier. So. So, und jetzt gehen wir da runter. Da habe ich doch schon was gesehen eben. Ich habe doch hier was gesehen. Eine stinkende Rübe. Gestohlene Rübe, gestohlene Wassermelonen. Das ist eine stinkende Rübe. Das ist die nicht. Ah, was ist denn jetzt? Das war ich aber nicht. Boah, ich sitze hier gerade total scheiße einfach nur. Ätzend. So, jetzt hier. Zweiter Versuch. Kann das sein, dass wir hier rein müssen? Na klar müssen wir hier rein. Oh, Manu! Das waren die Brocken, die da eben geflogen sind, dass meine Verstohlenheit weg ist. Kann das sein? So. Gebt ihr jetzt mal bitte Ruhe. Ach, du Alarm. Was ist denn hier los? Ja, die schmeißen hier mit Brocken. Okay. So niedlich wie die sind, aber ich habe jetzt auch keinen Bock hier zu sterben, deswegen. Jetzt haut der wieder ab. Oh, Menno. Gut, nehmen wir mal den Loot hier mit. Jetzt kann ich nicht in die Verstohlenheit. Ach Mann, ey. Ich muss näher ran. Ja, ach, hier, komm, ey. Wir machen jetzt einfach alles um hier. Wird schon schief gehen. Ja, natürlich nicht, wenn die aber auch alle abhauen. Ich mach mal gerade verschwinden. So. Bin ich erstmal agrolos. So. Ich glaube, ich hole mir den hier, ne? Ach so, jetzt kriegen wir mal hier eine Rübe schon mal. Das ist doch schon mal viel wert. Aber meint ihr nicht, das sind hier ein bisschen viele von den Stinkern? Das ist ja... Das ist zu weit. So, den hole ich mir. Dass hier als die Brocken fliegen. Das ist ja ätzend. So, 2 Rüben, 3 Rüben, 4, 5, geil, haben wir das. Ach, jetzt haut der wieder ab da hinten. So, 5. Rübe. So, jetzt habe ich sie. Muss mal ein Stück hier weg. Ey, wo sind denn jetzt eigentlich die Melonen? Ach, die sind ganz woanders. Okay. Die sind woanders, Herr Stern. Dann müssen wir mal wieder hier raus. Das nehmen wir aber mit. Oh, ja. Hallo, guten Tag. Ach, der springt an mir vorbei. Was ist mit dem? Ist der blind? Na gut. So, mal nix wie weg hier. Wo muss ich denn jetzt hin? Ganz schnell, bevor die mich hier wieder beschmeißen. Da lang. Uah. Ist denn hier? Hier wird es wahrscheinlich noch eine Höhle geben oder so. Kann das? Ah, da, im Wasser. Im Wasser. Ich pirsch mich mal an euch vorbei und dann holen wir uns hier die Melonen. Ein Schwarm Krasaran Glöffelstöre. Ah, die Glöffelstöre. So, Melonas. 1. Oh, das scheint mir einfach zu sein. Es ist schön, dass meine Sonnenblume auch schwimmen kann. Oh, unter Wasser. So. Okay, wir haben alles fertig. Dann können wir nach da. Okili dokili. Mal unauffällig hier durchschleichen. So, Dali, wer bist du denn? Seid ihr Händler? Nein, gut, dann nicht.
Also das ist eine kleine Nervensägen hier. Naja, so, da sind wir schon zurück und dann geben wir noch ab. Guten Tag. Seid gegrüßt. Was gibt's denn hier? Achso, die waren total viel schlechter. Alles klar. Praktisch perfekte Produkte. Bringt die Kiste mit frischem Obst und Gemüse zu Pang Donnerfuß. Alles klar, das tun wir. Und zwar wie immer beim nächsten Mal. Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, empfehlt mich weiter. Und bis dahin, eure Trin.